Hier sind 26 Minecraft-Pranks, um deine Freunde zu ärgern. Wusstet ihr eigentlich, dass wir noch mehr Videos machen können, wenn ihr unseren Kanal abonniert? Das ist wirklich so. Je mehr von euch zuschauen, desto mehr Videos können wir machen. Nummer 1. Wächter geben uns den Effekt Abbaulähmung, den wir nutzen können, um unsere Mitspieler so richtig zu verwirren. Geht dazu zum Haus eures Freundes und entfernt die Blöcke unter seinem Boden, sodass der Wächter dort später genug Platz hat. Kleidet die Seiten nun mit Obsidian aus und lockt den Wächter in den Käfig. Das kann eine Weile dauern. So, der erste Teil ist geschafft. Damit der Wächter uns sehen kann, entfernen wir einige Blöcke und Obsidianblöcke im Boden, setzen Fäden und legen Teppiche darüber, um die Löcher im Boden zu verdecken. Und fertig. Sobald euer Freund das Haus betritt, greift der Wächter an und verpasst ihm eine Abbaulähmung. Die richtet zwar keinen Schaden an, ist aber garantiert ziemlich lästig. Nummer 2. Für den nächsten Streich platzieren wir hier zwei Skulk-Sensoren, legen eine Aktivierungsschiene in die Mitte und stellen Wollblöcke darüber. Auf die Schiene setzen wir die TNT-Loren, die wir dann zwischen den Skulk-Sensoren fallen lassen. Aber Vorsicht! Platziert überall Wolle, damit die Falle nicht schon bei euch ausgelöst wird. Sobald jemand ein Geräusch macht oder Blöcke entfernt, wird ein Signal an die Schiene gesendet und die TNT-Loren explodieren. Nummer 3. Wenn wir zwei Beobachter genau so platzieren, dass sie zueinander zeigen, wird ein wiederholendes Signal erzeugt. Jetzt müssen wir nur noch Notenblöcke an den Außenseiten platzieren und schon haben wir eine endlose Klangschleife, die auf Dauer unerträglich ist. Wir sollten das Ganze aber verstecken. Einfach unter die Basis bauen und die Beobachter und Notenblöcke platzieren. Am besten so viele wie möglich. Und um diese Geräusche noch etwas intensiver zu machen, eignen sich Falltüren aus Eisen perfekt. Nummer 4. Bei Gemeinschaftsfeldern, die nach dem Abbau der Pflanzen neu bepflanzt werden müssen, können wir diesen Schritt einfach überspringen und alle Pflanzen entfernen, ohne sie neu zu pflanzen. Das wird unseren Mitspielern bestimmt gefallen. Nummer 5. Für den nächsten Streich gehen wir in ein Schneebiom und klicken auf eine große Fläche mit der Karte auf dem Boden, um eine ganz weiße Karte zu erhalten. Mit der können wir unseren Freund dann verwirren. Sobald er AFK geht, bauen wir einen Obsidiankäfig um ihn herum und platzieren Rahmen an den Seiten, in die wir die weißen Karten legen können. Wenn wir das auf allen Seiten gemacht haben, wird unser Freund darin völlig die Orientierung verlieren oder gar nicht mehr wissen, was genau vor sich geht. Denn alles um ihn herum ist farbig. Übrigens funktioniert das auch mit allen anderen Farben. Nummer 6. Wenn es uns gelingt, einen Creeper in eine Lore zu bekommen, können wir ihn an die unpassendsten Plätze schieben. Zum Beispiel in das Haus unseres Freundes. So einfach ist es, eine Falle zu bauen, die keine Spuren hinterlässt, aber trotzdem sehr effektiv ist. Nummer 7. Hoppla, was ist denn da? Dieser Block gehört hier nicht her. Und da ist er wieder. Komisch. Mit dieser Konstruktion ist es möglich, immer wieder neue Blöcke aus dem Boden schauen zu lassen. Denn sobald der Block abgebaut wird und der Block auf der Druckplatte despawnt, wird ein neuer Bruchstein erzeugt und nach oben geschoben. Wenn man lange genug wartet, entstehen sogar solche riesigen Bruchsteintürme, die sicher nerven. Vor allem, wenn man sie wieder abbauen muss. Nummer 8. Spieler, die AFK sind, können wir mit solch einer Konstruktion verwirren. Sobald ein Spieler auf die Druckplatte fällt, wird er im Kreis durch die Luft geschleudert, was nicht nur lustig aussieht, sondern ihn auch richtig ärgern wird. Und so funktioniert es. Die Druckplatte sendet ein Signal an den Kolben, der den Schleimblock bewegt und uns über das Eis schiebt und über den Faden am Boden, was ein Signal auslöst. In dem Moment, in dem wir aus der Wassersäule kommen, wird das Signal einen Kolben bewegen und der Schleimblock wird uns wieder zurückschubsen. Und das geht so immer weiter. Lol? Nummer 9. Für die nächste Falle platzieren wir einen klebrigen Kolben und setzen Schleimblöcke auf ihn. Nun verbinden wir den Kolben mit dem Redstone und platzieren zwei Verstärker in die entgegengesetzte Richtung. Um den Kolben dauerhaft zu bewegen, platzieren wir einen Schalter und aktivieren den Redstone-Mechanismus. Der Schalter kann nun entfernt werden. Mit dem Redstone in der Hand klicken wir nun auf den am Boden liegenden und wir haben eine Endlosschleife, die die Schleimblöcke immer in Bewegung setzt. Auf diesen legen wir nun Pulverschnee und füllen ihn bis oben auf. Ach ja, wir können auch Werkbänke an die Seite setzen. Sobald dein Freund in sein Haus geht und aus Versehen auf den Pulverschnee tritt, wird er darin versinken und gefangen bleiben. Das liegt daran, dass es nicht möglich ist, die Pulverschneeblöcke schnell genug abzubauen, bevor man erfriert und stirbt. Selbst mit einer verzauberten Schaufel ist das nicht möglich. Nummer 10. Minecraft kann auch mit Texture Packs verändert werden, um das Spiel wirklich unspielbar zu machen. So könnt ihr zum Beispiel die Textur der Diamanten verschwinden lassen. Schickt euren Mitspielern einfach ein Texture Pack, das die Dia-Textur
durch eine Steintextur ersetzt und sie werden keine Dias mehr in Höhlen finden. Nummer 11. Wenn man zusammen farmen geht, kann man seine Freunde leicht ärgern, indem man die natürlich generierten Truhen vor den anderen plündert und einfach alle Gegenstände selbst mitnimmt. Tja, ich glaube, in den Truhen ist nichts drin. Komisch. Nummer 12. Auch Türen können zum Bau von Fallen verwendet werden. Platziert die Tür von innen genau so, öffnet die Decke und platziert hier Blöcke und eine Truhe. Daneben kommt die TNT-Lore. Entfernt nun die Blöcke darunter, sodass die Lore auf die Tür fällt. Schließt die Decke wieder und legt eine Aktivierungsschiene auf den Boden, direkt unter die Lore. Logischerweise dürfen wir die Tür auf keinen Fall öffnen und müssen auf einem anderen Weg nach draußen gelangen. Sobald nun jemand die Tür öffnet, wird die TNT-Lore auf die Aktivierungsschiene fallen und explodieren. So leicht kann man enormen Schaden anrichten. Nummer 13. Deine Freunde werden es lieben, wenn du Bäume nicht komplett fällst und Blätter noch an ein paar Stämmen hängen, die du vergessen hast. Du kannst auch nur ein paar dazwischen abbauen oder anderes Holz platzieren. Deine Freunde werden sich freuen, diese Bäume vor ihrer Haustür zu finden. Oder du setzt das Laub einfach so hin, dass es in der Luft schwebt. Ach, was für ein schöner Anblick, nicht wahr? Nummer 14. Lagersysteme sind in der Regel mit Rahmen ausgestattet, um Gegenstände schneller zu finden. Nehmt die Gegenstände aus den Rahmen heraus und setzt einfach einen ganz anderen hinein. So wird das Auffinden des richtigen Gegenstands garantiert erschwert. Noch besser ist es, wenn ihr die Gegenstände in den Truhen mit verschiedenen Blöcken komplett durcheinander bringt. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch einfach ein paar Gegenstände mitnehmen. Bei diesem Durcheinander weiß sowieso niemand mehr, was genau und wie viel Inventar man vorher hatte. Nummer 15. Leitern können auch für eine lebensgefährliche Falle verwendet werden. Sobald wir nämlich auf sie klettern und die Falltür öffnen, werden die Leitern plötzlich alle zerstört und wir fallen in die Tiefe bis in die Lava. Wie funktioniert das? Die Falltür ist mit einem Beobachter verbunden, der einen Kolben bewegt und die Mauer auf die andere schiebt, was der Beobachter unten bemerkt und ein Signal an den Kolben sendet, der die Stämme nach oben schiebt, sodass die Leitern zerstört werden. Ein weiterer Kolben öffnet den Boden. Eine Konstruktion, mit der wir unseren Freunden einen fiesen Streich spielen können. Nummer 16. Wir können unseren Mitspielern eine Falle stellen, wie bei dieser Truhe hier. Denn sobald sich ein Spieler der Truhe nähert oder ein zu lautes Geräusch macht, öffnet sich der Boden und er fällt in Lava. Wie das funktioniert? Na, mit einem Skulk-Sensor. Der sendet nämlich ein Redstone-Signal, sobald ein Geräusch in der Nähe gemacht wird. Dadurch können sich die Kolben bewegen, sodass sich der Boden plötzlich öffnet. Nummer 17. Unser Inventar ist leer, aber wir können trotzdem keine Gegenstände aufnehmen? Woran liegt das? Nun, bei den leer aussehenden Slots handelt es sich um hellgraue Glasscheiben, die genau die gleiche Farbe haben wie der Hintergrund in unserem Inventar. Wenn wir also diese Glasscheiben zu unseren Mitspielern werfen, werden sie später beim Farmen ziemlich überrascht sein. Aber sobald sie ein Texture Pack haben, was das Aussehen des Inventars verändert, funktioniert das Ganze leider nicht mehr. Nummer 18. Endstädte mit Schiffen sind relativ schwer zu erreichen und das Erfolgserlebnis, die Elytren aus dem Rahmen zu nehmen, ist unvergesslich. Sucht einfach nach Endstädten, bevor es jemand anderes tut und nehmt die Elytren aus dem Rahmen heraus. Wenn ihr dies mit mehreren Schiffen tut, werden eure Mitspieler sicher froh sein, umsonst nach ihnen gesucht zu haben. Ach ja, und ein weiterer Vorteil, ihr könnt sie jetzt viel teurer an andere Spieler verkaufen. Nummer 19. Normalerweise greifen Diener keine Tiere an. Wenn wir ein Namensschild in Johnny umbenennen und auf den Diener klicken, bekommt er einen Namen und beginnt plötzlich alle Tiere anzugreifen. Wenn wir ihn unsichtbar machen, werden eure Mitspieler sicherlich sehr überrascht sein und ins Tiergehege gehen, um herauszufinden, warum alle Tiere plötzlich tot sind. Das wird dazu führen, dass der unsichtbare Diener den Spieler sofort angreift. Nummer 20. In Wasseraufzügen können wir es unseren Freunden sehr unangenehm machen, wenn wir Pfeile oder getränkte Pfeile mit Verzauberung Schaden 2 von oben auf die Bläschen schießen. Denn so erleidet der nächste Spieler, der diesen Aufzug benutzt, Schaden und stirbt sogar. Nummer 21. Wir können aber auch Sprünge nach unten für unsere Freunde viel unangenehmer machen. Sobald ein Spieler durch den Faden fällt, erkennt der Beobachter dies, bewegt den Kolben und sendet ein Signal nach unten an den Werfer, der einen Lavaeimer platziert und gleichzeitig einen weiteren Kolben bewegt, der einen Block unter die Lava schiebt. So springen wir nicht durch die Lava, sondern auf einen Block in der Lava. Ziemlich cool, oder? Nummer 22. Wenn ihr Fäden auf Zuckerrohr legt, kann es nicht mehr weiter wachsen. In den automatischen Farben eurer Freunde kann das sehr nützlich sein, um sie zur Weißglut zu bringen. Nummer 23. Portale eignen sich ebenfalls dazu, um unsere Freunde zu pranken. Lasst einfach die Tropfsteinspitzen aus großer Höhe in das Portal fallen. Sobald jemand durch das Endportal geht, wird er von den Spitzen erschlagen. Nummer 24. Ein unauffälliger kleiner Streich geht so, dass wir Baumstämme an den Bauwerken
Bergen anderer entrinden. Denn dazu muss man nur versehentlich mit der Axt auf die Baumstämme klicken. Tja, so einfach ist es, das Haus unserer Freunde zu, naja, verschönern. Nummer 25. Anstatt TNT zu verwenden, um die Häuser unserer Mitspieler zu zerstören, müssen wir nur Creeper anlocken, die diese Aufgabe für uns erledigen. So einfach ist es, das Haus und die Umgebung zu zerstören. Nummer 26. In gemeinschaftlichen Schächten oder an Orten, an denen man aus großer Höhe ins Wasser springen muss, können wir das Wasser auch durch einen anderen Block ersetzen. Denn aus der Ferne sieht Wasser doch ähnlich aus wie ein Lapisblock, oder? Tauscht einfach das Wasser gegen diesen Block aus und sobald jemand runterspringt, wird es ziemlich schmerzhaft. Jetzt können wir alle Gegenstände einsammeln und uns verstecken, bis unser Mitspieler kommt und sieht, dass keine Gegenstände mehr da sind.